Und willkommen zur Hessenschau. Das sind heute unsere Themen an diesem stürmischen Tag. Schöner Erfolg für die Polizei in Frankfurt. Geldautomatensprenger konnten geschnappt werden. Gigabit-Strategie, wie der Glasfaserausbau endlich vorankommen soll. Und Glück als Unterrichtsfach. Vorstoß einer Frankfurter Grundschule mit spannenden Erkenntnissen. Und wir starten in unserer Sendung mit den Unwettern, die über Hessen ziehen. Wir haben ja schon gestern davor gewarnt, dass die Gewitter heute richtig heftig werden können. Wir gucken mal auf die Bilder aus Nordhessen, wo es heute besonders krass war. Diese Bilder erreichen uns von den HR-Kollegen im Studio Kassel. Starkregen, Blitze und vor allem viel Hagel. Am Nachmittag zog eine große Gewitterzelle vom Upland über Bad Arolsen in Richtung Kassel. Das Ausmaß wie befürchtet. Die Regenmengen enorm. Straßen wurden überflutet. Auch Keller liefen voll. Vereinzelt stürzten in Kassel auch Bäume um. Diese Bilder aus Ehlen im Habichtswald zeigten, mit welcher Wucht das Unwetter gewütet hat. Dieses Video stammt aus Affoldern am Edersee. Punktuell wurden dort sogar Dächer abgedeckt. Vor allem die Hagelkörner sind eine Gefahr. Zum Teil Golfball groß, wie hier in Balhorn, einem Ortsteil der Gemeinde Bad Emstal. Mit entsprechenden Schäden an Gebäuden oder an Fahrzeugen. Das war beängstigend. Wirklich, es war wirklich dunkel und es hat so laut geknallt, dass ich gedacht habe, im ganzen Haus gehen die Fensterscheiben kaputt. Hier muss jetzt aufgeräumt werden. Das Gewitter zog Richtung Niedersachsen ab. Die Feuerwehr kam mit den Einsätzen aber kaum hinterher. Wie hier bei Wolfhagen müssen die Einsatzkräfte die Straße von einem umgestürzten Baum befreien. Ein Polizeisprecher sagte, es gebe offenbar aber bislang keinen Einsatz mit Verletzten. Auch im Westen Hessens und im Rhein-Main-Gebiet gab es in den letzten 2 Stunden heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Ja, auch bei uns über Studio ist es rübergezogen. Und wir schalten jetzt zu unserem Kollegen Philipp Wellhöfer. Er ist in Offenbach. Philipp, wie sieht's denn da aus im Moment? Na, wir fühlen uns so ein bisschen wie im Auge des Sturms. Es hat gerade wieder angefangen zu regnen. Wir sind davon ausgegangen, dass das erste Gewitter etwas weiter westlich runterkommt. Hier in Offenbach, man sieht es, auch hier hat es ein bisschen geregnet. Das ist weitgehend schon wieder weggetrocknet. Wir haben aber tatsächlich mal einen Zeitraffer gemacht, wie das Gewitter über das Rhein-Main-Gebiet gezogen ist, die Frankfurter Skyline vom HR-Dach aus. Das hatte zur Folge, ich hatte es gesagt, weiter westlich. Zig Einsätze für die Feuerwehr, unter anderem auch an der A66, wo mehrere Bäume wohl umgekippt sind. Noch weiter westlich A3 zwischen Wiesbaden und Niedernhausen. Auch dort sind Bäume umgekippt. Dort herrscht zumindest nach meinen Informationen derzeit noch relativ langer Stau. Die Feuerwehr hat eben gerade in Frankfurt auch noch mal getwittert, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann, weil sie mit zig Fahrzeugen im Einsatz sind, aber momentan wohl einfach nicht hinterherkommen, weil da so extrem viel los war. Ich habe gesagt, im Auge des Sturms. Denn jetzt kommt gerade eine weitere Gewitterzelle aus Richtung Südwesten, in Richtung Rhein-Main-Gebiet. Die zieht allerdings jetzt gerade östlich an Offenbach vorbei. Wir können mal gucken. Es ist etwas dunkler, gerade hier hinten raus, wenn wir mal schauen. Aber auch das scheint wirklich vorbeizuziehen, also eher den Osten zu treffen. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass es am Ende vielen Orten in Hessen nach dem wirklich harten Tag, wir haben es ja gerade in dem Film gesehen, so geht wie den Offenbachern und man dann wirklich mit ein paar Tropfen irgendwie dann noch über die Runden kommt. Ja, vielen Dank, Philipp Wellhöfer. Jetzt sollten wir eigentlich zur Kollegin Sylvia Ritter nach Nordhessen gehen. Wie sieht's aus? Funktioniert das? So, das funktioniert nicht. Dann wechseln wir mal die Positionen. Hier ein kleines Fernsehballett. Der Kollege Tim Steger kommt durchs Bild, unser Meteorologe aus der Wetterredaktion. Tim, jetzt haben wir schon gesehen, heftige Schäden zum Teil hier in Frankfurt ging's. Haben wir das Schlimmste überstanden oder kommt da noch einiges auf uns zu? Ja, aktuell sind vor allem Mittel-Nordhessen noch Gewitter aktiv. Die ziehen nordostwärts aus Hessen raus, wahrscheinlich so bis in den nächsten 1-2 Stunden. Wahrscheinlich kommen nicht mehr allzu viele Zellen nach. Die Luft ist ziemlich gewitterträchtig. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass noch einzelne Zellen entstehen, die noch gar nicht auf dem Radar sind. Aber ich würde mal sagen, das Gröbste wird dann überstanden sein. Wir wissen, dass Gewitter
entstehen bei schönem Wetter im Sommer. Wir hatten doch aber jetzt eine lange Phase, wo es viele Tage unheimlich schön war und es gab keine Gewitter. Wovon hängt denn das nun eigentlich ab, ob es die Gewitter gibt oder nicht? Ja, anscheinend ist einfach auch die Luftfeuchtigkeit. Wir hatten jetzt lange so Ostströmung, trocken, warm, hat es auch gut aushalten können. Und jetzt ist die Strömung auf Südwest gedreht. Das heißt, da kam dann diese feuchte Luft übers westliche Mittelmeer nach Mitteleuropa. Dort ist das Wasser über dem westlichen Mittelmeer 3 bis 5 Grad wärmer als normal. Und das hat dafür zugeführt, dass sehr viel Feuchtigkeit in die Atmosphäre kam und das Ganze jetzt in Verbindung mit einem Gewittertief quasi jetzt noch zu so Zusammenströmen geführt hat und Hebung, also Luft steigt dann nach oben auf. Die Kombination hat es ausgemacht. Aber entscheidend ist einfach die Luftfeuchtigkeit, der Treibstoff für die schweren Gewitter. Jetzt wissen wir alle, dass Gewitter ganz schnell, ganz plötzlich entstehen, auch schnell wieder vorbeiziehen. Wir haben den Kollegen Philipp Wellhöfer gesehen, der da zwischen den Gewitterzellen war. Was heißt das für euch, für die Vorhersage? Kann man das überhaupt einigermaßen genau vorhersagen? Man weiß auf jeden Fall im Vorfeld, die Luft ist gewitterträchtig. Es wird Gewitter geben. Das einzelne Gewitter ist aber tatsächlich nur ganz kurzfristig zu prognostizieren. Man redet von Nowcasting. Ich habe gern dieses Bild, man stellt einen Topf Wasser auf den Herd und macht an, man weiß, kommen die Hitzeblasen, die aufsteigen. Aber das einzelne Luftbläschen kann man kaum vorhersagen, so ähnlich ist es mit Gewittern. Wenn sie entstanden sind, lassen sie sich verfolgen. Aber im Vorfeld ist es immer so ein bisschen Zufallsprodukt. Aber es geht eigentlich schon mittlerweile ganz gut, dass man überhaupt warnen kann, dass man schon sehr genau sagen kann, also die Gefahr ist da. Da ist die Wahrscheinlichkeit der Vorhersage schon ganz gut, oder? Ganz richtig. Und auch am Gewittertag bietet es sich an, zum Beispiel die Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes zu benutzen. Die warnen wirklich zeitnah, kann man sich Push-Meldungen ortsgenau aufs Handy spielen lassen. Und da ist man wirklich gut vorbereitet, um dann auch kurzfristig mal Innenräume aufzusuchen, wenn es notwendig wird. Vielen Dank, Tim Steger, Meteorologe aus unserer Wetterredaktion. Danke. Ja, Geldautomatensprengungen sind ja an der Tagesordnung, weil unsere Banken, anders als in anderen Ländern, darauf verzichten, die Automaten so auszurüsten, dass das Geld unbrauchbar wird, wenn Ganoven versuchen, die Automaten zu knacken. Und bis die Polizei da ist, dann sind die Automatenknacker über alle Berge. Der Polizeihubschrauber, der schreckt dann nur noch die schlafenden Anwohner hoch. Heute Nacht in Frankfurt, da lief es mal anders. 4 Personen rennen zum Fluchtwagen, eine 5. sitzt am Steuer. In diesem Handyvideo von Anwohnern ist deutlich zu sehen, wie 5 Täter von der Sparkassenfiliale in Fechenheim flüchten und davonrasen. Die Polizei war sofort alarmiert worden und konnte die Täter im Stadtteil Bergen-Enkheim stoppen. Es kam dort ein sogenannter Stop-Stick zum Einsatz. Das Fluchtfahrzeug ist über diesen Stop-Stick drüber gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen. Dabei wurden die Reifen des Fahrzeugs beschädigt. Das Fahrzeug konnte dann noch ein paar hundert Meter weiterfahren, wurde dann aber durch weitere Polizeikräfte endgültig gestoppt. Dann sind die Täter ausgestiegen und Richtung Fechenheimer Wald geflüchtet. Die Polizei konnte den ersten mutmaßlichen Automatensprenger direkt festnehmen. Die übrigen rannten in den Wald. Die Sparkassenfiliale ist völlig zerstört. Die Spurensicherung war über Stunden beschäftigt. 4 Bankautomaten wurden hier gesprengt. Für die Anwohner ein Schock. Ich bin eigentlich erschüttert, dass es in einem reinen Wohngebiet sowas passiert, wo Leute wohnen, gegenüber, oben drüber. Der ganze Laden, die halbe Decke ist runtergekommen. Da oben wohnen Familien. Also da muss man einiges in Kauf nehmen. Für die Großfahndung im und um den Fechenheimer Wald wird die A66 vorübergehend gesperrt. Und auch in der Gegend rund um ein Einkaufszentrum sucht die Polizei mit zig Einsatzkräften nach den Flüchtigen. Ein Helikopter hilft aus der Luft. Am Ende sind 4 der mutmaßlichen Täter gefasst. Ja, ist ein schöner Erfolg für die Frankfurter Polizei. Ein schöner Erfolg für die eingesetzten und Kolleginnen und Kollegen. Die Fahndung nach dem 5. Automatensprenger läuft weiter. Wie hoch der Schaden oder eine eventuelle Beute ist, kann noch niemand sagen. Schnelles Internet, davon können viele im ländlichen Raum nur träumen. Für Privatleute ist es ärgerlich, für Unternehmen oft ein K.O.-Kriterium. Denn ohne schnelle Internetverbindung kann man oft kein Geschäft mehr betreiben. Beim Ausbau mit Glasfaserkabeln hinken wir in Deutschland und in Hessen im europäischen Vergleich hinterher. Wie sich das ändern soll, darum ging es heute in Wiesbaden. Wir schauen aber erstmal in den Main-Kinzig-Kreis. Da hat man die Sache nämlich selbst in die Hand genommen. Baggern für die Zukunft. Im Main-Kinzig-Kreis will der kreiseigene Netzbetreiber, wie hier in Linsengericht, Glasfaser für 35.000 Gebäude legen. Bezahlt aus einem Sonderfördertopf, insgesamt 220 Millionen Euro von Bund, Land und Kreis. Gerne würden sie noch mehr ausbauen, doch andere private Netzbetreiber stehen dem im Weg. Es
gibt Absichtsbekundungen, die teilweise überhaupt nicht umgesetzt wurden. Es gibt einzelne Unternehmen, die ihre Gebiete schon wieder zurückgegeben haben, in denen wir jetzt wieder tätig werden. Und das bringt einfach auch alles durcheinander. Konkurrenz blockiert das Geschäft. Einer der Gründe, warum es beim Glasfaserausbau so ruckelt. Am besten steht es noch im Landkreis Kassel mit 36% der Haushalte. Auch Westhessen, Offenbach und die Wetterau schneiden gut ab. Die größten Städte Frankfurt, Kassel und Wiesbaden liegen gerade mal im Mittelfeld. Und in 9 Kreisen gibt es Glasfaser noch nicht mal in jedem 20. Haushalt. Wie das besser werden kann, ist Thema beim Gigabit-Gipfel heute in Wiesbaden. Bis 2030 soll Glasfaser überall in Deutschland, auch in Hessen, verfügbar sein. Und so könnte es klappen. Gelingt es uns, genügend Menschen zu gewinnen, die den Fachkräftemangel dort begegnen? Sind wir bei den Genehmigungsverfahren schneller? Da ist Hessen schon ziemlich gut an der Stelle. Und gewinnen wir natürlich auch die Unternehmen, vielleicht mal bei Netzen zu kooperieren, weil wenn Netze besser ausgelastet werden, preisgünstiger, wirtschaftlicher, gut für uns alle. Dass Hessen beim Ausbau für die Privathaushalte bundesweit nur auf Platz 10 steht, könnte auch an der bisherigen Strategie liegen, nämlich schnelles Internet für Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete zuerst. Insofern haben wir hier die digitale Infrastruktur, die für die Bereiche, die für mich ganz wesentlich sind, Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, da sind wir als erstes deutlich vorangekommen und dann kommen die Bürgerinnen und Bürger in den Häusern. Doch das Internet mit Gigabit-Geschwindigkeit gibt's nicht nur mit Glasfaser, sondern auch mit Kupferkabel. Eine ältere Technologie mit begrenzten Möglichkeiten, die trotzdem meist verwendet wurde, kritisiert die SPD. Nachdem das Digitalministerium in dieser Legislatur geschaffen wurde, hätte man schnellstmöglich einen Strategieschwenk vornehmen müssen. Aber es blieb, wie der Gipfel auch jetzt schon wieder heißt, bei der Festlegung auf Gigabit. Und Gigabit ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Landesregierung hier digitalpolitisch noch in der Vergangenheit unterwegs ist, weil Glasfaser ist die Zukunft. Und an der arbeiten sie im Main-Kinzig-Kreis fleißig mit, brauchen aber Unterstützung. Da muss sich die Politik im Bund was überlegen, wie sie diese Probleme lösen. Weil wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, werden nicht alle angeschlossen werden können bis zum Jahr 2030, weil die Privatwirtschaftler natürlich gucken, was für sie rentabel ist. Bund und Land haben heute versprochen, zwischen den Betreibern zu vermitteln, damit das Glasfaserziel nicht am Branchenzoff scheitert. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke beschäftigt erneut die Justiz. Die Nachrichten mit Kai Fischer. Ja, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe prüft derzeit ein Urteil vom Landgericht Paderborn von Januar 2022. Damals wurde ein 68 Jahre alter Mann vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Er war angeklagt, dem späteren Mörder Lübkes die Mordwaffe verkauft zu haben. Das hatte der Mann stets bestritten und war nur wegen unerlaubten Munitionsbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Gießener Zoll hat erneut Schwarzarbeiter auf der Großbaustelle am ehemaligen US-Depot entdeckt. 150 Einsatzkräfte waren dort im Einsatz, um die Arbeiter von rund 70 Firmen zu kontrollieren. Bei 19 Personen aus Bosnien, Serbien und Weißrussland gab es Unstimmigkeiten bezüglich der Arbeitsverhältnisse. Die Männer im Alter von 23 bis 53 Jahren wurden vorläufig festgenommen und an die zuständigen Ausländerbehörden übergeben. Mit rund 180 km/h durch die Baustelle. So schnell war laut Polizei ein Autofahrer auf der A480 bei Gießen unterwegs. Erlaubt waren dort aber gerade einmal 80 km/h. Jetzt drohen ihm ein Bußgeld von 700 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot. Die Gewerkschaft Verdi hat IKEA-Beschäftigte zu einem ganztägigen Warnstreik vor der deutschen Firmenzentrale in Hofheim-Wallau aufgerufen. Über 600 IKEA-Angestellte aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich dort am Mittag zur Streikkundgebung getroffen. Die regionalen Tarifrunden des Einzelhandels seien von Arbeitgeberseite blockiert worden, sagt Verdi. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Stundensätze um 2,50 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das würde einer Erhöhung von 14,4% entsprechen. Dagegen bieten die Arbeitgeber 7,5% mehr Lohn plus 2 Inflationsausgleichszahlungen. Das waren die Nachrichten und weiter geht's mit Andreas. Wenn ich unter einer Erkrankung leide, die durch meinen Beruf entstanden ist, dann bin ich über die Sozialversicherung abgesichert. Klassische Fälle sind zum Beispiel Schwerhörigkeit oder eine Staublunge. Psychische Erkrankungen wie eine posttraumatische Belastungsstörung nach schlimmen Erlebnissen, die gehörten bislang nicht dazu. Dagegen hat ein Rettungssanitäter geklagt.
Und das Bundessozialgericht in Kassel hat ihm Recht gegeben. Ein wichtiges Grundsatzurteil. Bilder des Schreckens, Bilder der Zerstörung, Schmerz, Leid, Tod und Trauer. Alltag für Einsatzkräfte. In ihrem Bemühen, Menschenleben zu retten, sind sie Situationen ausgesetzt, die sie nicht vorhersehen können und von denen sie nicht wissen, wie sie selbst darauf reagieren werden. Der Alltag der Frauen und Männer im Rettungsdienst hinterlässt Spuren. Naja, sie sind eben bei schlimmen Ereignissen letzten Endes dabei. Also jetzt stellen Sie sich vor, Sie verlieren ein Familienmitglied zu Hause. Das heißt, Sie haben ja nicht nur den Patienten, der vielleicht in diesem Moment stirbt, sondern Sie haben eben auch Angehörige und für die ist das belastend. Und Sie erleben das ja alles mit. Sie würden miterleben die Trauer von Eltern, wenn Kinder schwer verunglücken. Das ist ja nicht so, dass uns das kalt lässt. Wir sind ja auch Menschen. Hineingeworfen in extreme Situationen, wie der Amoklauf an einer Schule in Winnenden 2009. Der Täter erschoss 15 Menschen und sich selbst. Auch hier waren Rettungssanitäter im Einsatz. Einer von ihnen erlebte in knapp 27-jähriger Berufstätigkeit zwei Amokläufe und mehrere Suizide. Eine posttraumatische Belastungsstörung führt er darauf zurück und klagte auf Anerkennung als Berufskrankheit. Uwe T. möchte nicht erkannt werden. Jeder Einsatz ist so ein Tropfen in einem Wasserglas. Und das Wasserglas, das füllt sich und füllt sich und füllt sich. Und irgendwann mal gibt es so eine Oberflächenspannung, das kennt vielleicht jeder. Und dann kommt ein Tropfen dazu und dann läuft nicht dieser eine Tropfen runter, sondern dann läuft praktisch viel der Rand runter. Und das kommt dann praktisch ganz wirkgeballt, nächtlich in die Träume, auch tagsüber, zuckt man zusammen und so, dann macht sich das bemerkbar. Dann. 7 Jahre hat der Kläger gekämpft. Die vorangegangenen Instanzen hatten die Anerkennung als Berufskrankheit verweigert. Heute nun urteilte das Bundessozialgericht in Kassel. Die Ablehnung der Anerkennung einer Wie-Berufskrankheit ist rechtswidrig. Die posttraumatische Belastungsstörung ist eine Erkrankung, die wegen der besonderen Einwirkung, den Rettungssanitäter gegenüber der übrigen Bevölkerung ausgesetzt sind, als WIBK bei dieser Personengruppe anzuerkennen ist. Das Gericht folgt dem Kläger. Die posttraumatische Belastungsstörung kann als sogenannte Wie-Berufskrankheit anerkannt werden. Zum allerersten Mal ist eine psychische Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt worden. Das hat es vorher nicht gegeben. Das macht ein wahnsinniges Tor auf für alle Betroffenen. Erleichternd. Sehr erleichternd. Da fällt einem echt ein Stein vom Herz. Das ist mega, kann man sich nicht vorstellen. Uwe T. hat viel erstritten. Für sich und die im Rettungswesen Beschäftigten. Tanzen und Theater spielen, Hühner im Schulgarten. Das passiert, wenn man Grundschulkinder sich mit dem beschäftigen lässt, was sie glücklich macht. Glück als Unterrichtsfach. Das soll an der Heinrich-Seliger-Schule in Frankfurt nach einem erfolgreichen Versuch dauerhaft in den Stundenplan aufgenommen werden. Wir haben uns das mal genauer angesehen. Wie funktioniert das Glück als Unterrichtsfach? Mich macht glücklich, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wenn ich Hockey spiele. Das ist meine Sportart. Mich macht glücklich, mit meiner Familie zusammen zu sein, schwimmen zu gehen, Tennis zu spielen. Und mich macht es glücklich, auf meinem Balkon Tomaten zu ernten und mit meiner Katze zu spielen. In dieser Woche ist an der Heinrich-Seliger-Grundschule alles anders. Im Schulgarten laufen Hühner herum. Es wird Theater gespielt und getanzt. Und alles dreht sich um die Frage, was macht uns eigentlich glücklich? Mir macht es Spaß, dass man sich richtig cool austoben kann und dass man sich frei bewegen kann und dass man, wenn man tanzt, eigentlich nichts Böses denken kann. Bei der Projektwoche zum Thema Glück macht jede Klasse etwas anderes. Radio, Graffiti-Sprayen, Kochen, die Hühner oder eben die Bühne. Wir haben die Kinder gefragt, was sie glücklich macht. Und jede Klasse konnte selber entscheiden, was das für ein Projekt wird. Und wir haben Hühner für eine Woche hier zu Besuch, weil die Kinder finden, dass Haustiere sie glücklich machen. Wir haben Kinder, die in Gemeinschaft was für Gemeinschaft tun, die sammeln Müll oder machen irgendwas. Und die Projektwoche ist erst der Auftakt. Ab dem kommenden Schuljahr soll an der Heinrich-Seliger-Schule Glück sogar als Schulfach unterrichtet werden. Glück ist jetzt so ein bisschen
ja, inflationär, würde ich mal sagen. Es geht um Wohlbefinden. Das Lernziel ist Wohlbefinden. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir gesunde, gestärkte Kinder haben, die überhaupt in der Lage sind zu lernen. Und das kann man nur, wenn es einem gut geht. Wir kriegen immer mehr, schon bei den Kleinen, Sinnkrisen, psychische Erkrankungen und alles mit. Glück im Unterrichtsplan sei auch deshalb nötig, weil es in der Schule ansonsten zwischen Mathe, Englisch und Deutsch vor allem um Leistung und Notendruck gehe. Der Glücksunterricht soll weit über die Projektwoche hinausgehen. Also ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder eben so eine Selbstwirksamkeit lernen. Und das ist eben in dem Glücksfach ist das integriert. Das ist so ein bisschen eine Persönlichkeitsentwicklung im Grunde und geht ein bisschen über die Schulfächer hinaus. Auf die Idee kam Schulleiterin Mühl im letzten Jahr, am Ende der Corona-Pandemie, als die Stimmung bei allen im Keller war, Schülern wie Lehrern. Corona habe vieles verschärft, das Gruppengefühl sei abhanden gekommen. Silke Mühl legte einen Schulgarten an, gründete eine Garten-AG und machte ein Jahr lang eine Fortbildung in Heidelberg am Fritz-Schubert-Institut. Es geht nicht darum, tatsächlich irgendwo auf der Suche nach dem Glück zu sein, sondern es geht eigentlich darum, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigen. Und diese Bedürfnisse, die ziehen einfach darauf ab, irgendwo geborgen zu sein, irgendwo selbst bestimmen zu können, vielleicht den Sinn im Leben zu finden, sich selber zu achten, vielleicht sich weiterzuentwickeln. Inzwischen wurde das Fach Glück an rund 200 Schulen in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz eingeführt und bald auch an der Heinrich-Seliger-Schule in Frankfurt. Quack, quack, quack. Ja, Glück, das kann auch sein, auf dem Dorf zu leben, wie wir immer wieder in unseren dollen Dörfern sehen. Oder auch, wenn man da rausfährt und sie porträtieren kann. Unsere Kollegin Katharina Diederich aus Kassel wird das diesmal machen. Wir wollten das Glück aber nicht überstrapazieren. Deswegen ist sie heute mal ins Studio gegangen und nicht draußen, wo wir ja vorhin schon gesehen haben, in Kassel Überschwemmungsbilder. Studio ist ja unterhalb der Wilhelmshöhe, ganz in der Nähe vom Wilhelmshöher Bahnhof, wo alles unter Wasser stand, Katharina. Ja, genau. Wir haben die Lostrommel heute ganz ausnahmsweise mal reingeholt. Unser Sicherheitsbeauftragter hat das so angeordnet, weil hier auf dem HR-Gelände sind auch zwei Bäume umgefallen. Also sicher ist sicher. Ich hoffe ja, das Dorf, wo wir diese Woche hinfahren, da ist das Wetter ein bisschen besser als hier in Kassel. Mal sehen, wo es hingeht. Es geht nach Hüttenrode. Hüttenrode gehört zu Haina und liegt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. 329 Einwohner. Liebe Menschen aus Hüttenrode, bitte meldet euch bei uns unter der 0561 31040 oder unter der Handynummer 0171 223 0715. Dann können wir uns heute Abend noch zusammensetzen und bequatschen, was wir morgen so drehen können. Wir freuen uns auf euch. Ja, und wir drücken die Daumen, dass ihr vor Gewittern verschont bleibt und freuen uns auf einen schönen Film dann am Samstag in der Hessenschau. Bei uns in Hessen leben viele Russen oder Russlanddeutsche, die immer noch starken Bezug zu Russland haben. Da sind die einen, die Putin für einen Verbrecher halten, die sich schämen für den Krieg gegen die Ukraine, für die Kriegslust und die Propagandagläubigkeit ihrer Landsleute. Aber da sind auch die anderen. Und manchmal geht ein Riss durch Familien. Russisch-orthodoxes Ostern bei Familie Brandmeier in Bad Homburg. Und ich, Bo, bin eingeladen. Die Familie ist vor 5 Generationen aus Russland ausgewandert, aber bis heute total russisch. Und das, obwohl keiner von ihnen einen russischen Pass hat. Mit ihnen feiere ich Ostern auf Russisch. Ein für Sie, ein für Sie. Danke. Und dann stelle ich das. Ah, natürlich. Hi, vielen Dank. Jena, oder? Das habe ich jetzt gemacht. Ja, also, dann ist es für Sie ein Andenken an diesen schönen Tag. In Hessen gibt es große russische Communities. Und an Orten wie dieser russisch-orthodoxen Kapelle kommen sie zusammen. Ein Stück Russland, mitten hier in Bad Homburg. Alle Mitglieder der Familie sind mit dabei, außer eine der Töchter, Sophia. Für sie ist seit dem Krieg Russland kein Zuhause mehr. Der Krieg hat sie verändert, auch ihren Blick auf Russland und auf die russisch-orthodoxe Gemeinde. Als sie mitbekam, dass es Gemeindemitglieder gibt, die den Krieg befürworten, war sie erschüttert. Ich war sozusagen stolz, Russin zu sein, stolz auf meine Geschichte.
und habe immer sehr viel davon erzählt. Mittlerweile erzähle ich davon nur, wenn ich gefragt werde, wenn man mitbekommt, dass ich mit meinen Kindern Russisch spreche. Ich gehe vorsichtiger mit den Menschen, die Russisch sprechen, um. Eben aus den politischen Gründen. Und ja, das hat sich definitiv verändert, mein Gefühl. Also ich würde jetzt mittlerweile auch sagen, ich bin Deutscher geworden. Ich kann genauso wenig wie Sophia die Menschen verstehen, die aktuell näher an Russland rücken. Aber sie gibt es. Um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, fahre ich nach Berlin zum Tag des Sieges. Dort wird die größte pro-russische Demonstration Deutschlands erwartet. Eigentlich wird hier das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch der Frieden in Europa gefeiert. Doch davon merke ich wenig. Stattdessen werden die Nachtwölfe, Mitglieder einer Biker-Gang, die als Putin-treu und anti-westlich eingestuft werden, bejubelt. Keiner will mit mir reden. Als Journalistin wird mir ziemlich klar gemacht, dass ich hier nichts verloren habe. Mir fällt aber jemand auf, der nicht mitbrüllt und ein Regenbogenabzeichen trägt. Wir kommen ins Gespräch. Hier sagen viele, dass das, was gerade in der Ukraine geschieht, also ist rechtens, dass Faschismus da soll besiegt werden. Es ist schrecklich, das zu hören, weil ich habe auch heute hier auch ganz, ganz viele nationalistische, antisemitische, homophobe Sprüche gehört. Konstantin ist Mitte 30 und mit 14 nach Deutschland gekommen. Er ist froh darüber, auch weil er als schwuler Mann in Russland nicht frei leben kann. Seit dem Krieg streitet er sich immer wieder mit seiner Mutter, die pro-russisch ist. Er lädt mich und meinen Kameramann und Übersetzer Georg zu sich nach Hause ein. Bei Ludmilla läuft jeden Tag russisches Staatsfernsehen. Sie findet den Krieg zwar nicht gut, aber sieht keine Alternative zu Putins Politik. Die Ukraine als solche hat nie existiert. Den Staat der Ukraine gab es nicht, verstehst du? Der Staat hat nie existiert. 7 Tage bekomme ich mit, was bei vielen russischstämmigen Familien in Deutschland gerade hinter verschlossenen Türen abgeht. Von Identitätskrisen bis zur Radikalisierung. Den ganzen Film sehen Sie in der ARD-Mediathek unter dem Titel 7 Tage Russisch fühlen, Deutsch leben. Ja, und bei den Kollegen von Alles Wissen geht es jetzt gleich nach der Tagesschau um viel zu wenig erforschte Pilze und die spannende Frage, handelt es sich um eine verborgene, intelligente Macht, die andere Lebewesen manipulieren kann? Spannend. Schauen wir rein. Und die Tagesschau gibt es dann auch noch mal, und zwar um 21:15 heute. Ja, und Stefan Laps jetzt mit den aktuellen Entwicklungen zum Unwetter. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.